wenn die Leute angekommen sind in Innsbruck mit dem Zug, dann sind sie vom Zug abgeholt worden, sind ins Hotel Victoria geführt worden. Im Hotel Victoria haben sie zum Essen bekommen. Dann nach dem Essen sind sie gebadet worden, weil die waren ja alle von der Fahrt und Ding. Dann sind sie alle untersucht worden, dann sind sie gerennt worden und dann sind sie aufgeteilt worden in die Gasthöfe. Weil bevor sie nicht einen Platz irgendwo haben gehabt, haben sie nicht können von Innsbruck weg. Viele haben schon gewusst, wo sie hingehen und viele haben nicht gewusst, haben erst wissen, wissen schauen, wo sie können hingehen. Nicht? Und da sind sie eben. Und da bin ich in Hotel Victoria, das war der Anfang für die Leute. Und da war eben diese Gruppe, mein Vater war der Chef, und da war diese Gruppe da von 8 bis 12 Leute, dass man immer die nachgeschaut haben, ob die Leute ja das alles bekommen, was ihnen versprochen worden ist.